Neulich habe ich gehört bzw. gelesen, und zwar mehrmals, also nicht nur einmal, sondern 3-4 Mal gehört und gelesen. Und ich zitiere es jetzt nicht wörtlich, sondern sinngemäß, weil es jeweils ein bisschen unterschiedlich war. Aber die Aussage war in ungefähr die, wenn man gegen diese Waffenlieferungen ist und gegen die deutsche Beteiligung am Krieg gegen Russland und wenn man für eine Aufarbeitung der Corona-Verbrechen ist und wenn man gegen dieses Kohlensäure-Theater ist, dann unterstützt man die AfD. Wenn man sowas jetzt einmal hört oder liest, könnte man sagen, naja, es wird so viel Blödsinn dahergeredet, wenn der Tag lang ist, scheiß drauf. Wahrscheinlich meint derjenige ganz was anderes und nicht die eigentliche antidemokratische Aussage, die damit getroffen wird. Aber wenn man es mehrmals liest, dann macht man sich doch Gedanken und fragt sich dann, was ist denn da eigentlich los? Woher kommt diese antidemokratische Haltung? Wenn jetzt jemand fragt, was ist daran bitte antidemokratisch, dann kann man das eigentlich relativ leicht erklären. Oder vielleicht nicht ganz so leicht, aber muss man also ein bisschen in die Frage hineintauchen, was ist eigentlich eine Partei und was ist eigentlich Demokratie? Aber wenn man das Modell so sieht, dass jemand, der eine bestimmte Meinung vertritt oder eine bestimmte Haltung einnimmt in politischen Fragen oder in einer politischen Frage, dass der damit eine Partei unterstützt, dann kriegt das ganze politische Spektakel sowas von einem Fußballturnier, irgendwie so Champions League. Und ich unterstütze dann einen bestimmten Verein, jetzt sicher nicht den FC Bayern, aber ist ja egal welchen. Und dazu bin ich verpflichtet, weil praktisch Demokratie bedeutet, dass man an diesem Fußballturnier insofern teilnimmt, dass man einen Verein unterstützt. Der Verein tut für einen selber nichts, außer dass er halt dann spielt und wenn man sich damit identifiziert, dann gewinnt er und dann hat man in so einem sublimierten Sinne irgendwie auch mitgewonnen. Aber mit Demokratie hat das ganz bestimmt nichts zu tun. Weil Demokratie im repräsentativen Sinne eben bedeutet, dass es eben Parteien gibt, die dafür da sind, die Interessen einer bestimmten Gruppe der Bevölkerung oder eines Teils der Bevölkerung zu repräsentieren und die in die Politik hineinzutragen und damit, wie man dann so sagt, diesen Teil der Bevölkerung zu repräsentieren. Das ist zwar keine Demokratie, das nennt man repräsentative Demokratie, aber so ist der Grundgedanke dabei. Jetzt kann man fragen, wie kommt da die AfD hinein und warum hat sie da keinen Platz, also wie kommt sie da irgendwie nicht hinein, ist eher die Frage. Dazu muss man sich mal erinnern, welche Parteien es in der Bundesrepublik Deutschland gab und gibt und wie dieses System praktisch aufgebaut ist. Direkt nach dem Krieg, könnte man sagen, gab es im Wesentlichen 4 Parteien, die von Bedeutung waren. 2 davon haben die Ausbeuter im kapitalistischen System repräsentiert. Das war die sogenannte Union, CDU, CSU und FDP. Und 2 andere Parteien haben die Ausgebeuteten repräsentiert. Das waren SPD und KPD. Die KPD ist dann verboten worden, aus bestimmten Gründen oder mit bestimmten Vorwänden. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber das hat jedenfalls dazu geführt, dass die Ausbeuter lange Zeit bis in die späten 60er ein starkes Übergewicht hatten beim Regieren. Dass also die Interessen der Ausbeuter stark überrepräsentiert waren. Aber trotzdem war das System an sich so, wie es gedacht war, funktionabel. Also die SPD hat die Ausgebeuteten repräsentiert, CDU, CSU und FDP die Ausbeuter. Wobei es da noch einen kleinen Unterschied gab. CDU, CSU waren eher tendenziell die Parteien des größeren Kapitals, also Banken, Aktiengesellschaften und so weiter. Während die FDP zumindest dem Programm nach eher das nicht ganz so große Kapital repräsentiert hat, also mittelständische Unternehmer, wie man das so nennt, und Ärzte, Rechtsanwälte, Architekten und so weiter. Man könnte auch sagen, da ist es also bei den Parteien eigentlich nur darum gegangen, den Kapitalismus am Laufen zu halten, indem man die Interessen der daran Beteiligten, freiwillig oder nicht Beteiligten, zu repräsentieren. Man könnte, oder man hat es dann auch so getan, die so einteilen dann in SPD ist links, KPD war sowieso links, aber gab es ja dann nimmer. Und die Nachfolgeparteien haben keine wirkliche Bedeutung gehabt. Und CDU, CSU und FDP waren traditionell rechts. Eine Mitte, wie man heute immer sagt, gab es selbstverständlich nicht, weil in einem repräsentativen System, das ökonomische Interessen vertritt, kann es keine Mitte geben. Das wäre dann schon der erste Schritt in Richtung eines Totalitarismus, wenn man sagt, wir sind die Partei, die alle vertritt. Das hat ja letztlich
die NSDAP von sich behauptet. Der Unterschied zu dem Parteiensystem davor in der Weimarer Republik, also da gab es viele Unterschiede, aber ein wesentlicher Unterschied war dann, es gab den Typus der sogenannten weltanschaulichen Partei nicht. Also die Parteien waren Vertreter ökonomischer Interessen, aber so, dass man sagt, eine Partei vertritt unabhängig von den ökonomischen Interessen einer bestimmten Bevölkerungsgruppe jetzt einfach eine Weltanschauung oder eine Ideologie, das gab es eigentlich nicht. Das gab es dann auffällig und in größerem Umfang erstmals mit der NPD in den 60er Jahren, die gesagt hat, wir vertreten nicht die Ausgebeuteten oder die Ausbeuter, sondern wir vertreten nationale Interessen und wir stehen praktisch für diese Idee des Nationalen, für die Nation als solche, unabhängig von allen Klassenunterschieden und Klassenkämpfen. Die NPD ist damals dann relativ schnell wieder verschwunden, Gott sei Dank, könnte man im Nachhinein sagen. Dann kam in den 80ern eine zweite, eine neue weltanschauliche Partei dazu. Das waren die Grünen, die gesagt haben, sie vertreten auch nicht die Interessen einer bestimmten Bevölkerungsgruppe und schon gar nicht ökonomisch, sondern sie stehen für Dinge, die objektiv absolut nötig sind, um die Welt zu retten. Das ist so klassische Ideologie und Weltanschauung. Zeitweise hat man sie als links eingeordnet, was daran lag, dass sie auch ein paar so soziale Forderungen in ihren Programmen hatten, die allerdings im Laufe der Zeit dann, es war mehr oder weniger ein Vorwand wahrscheinlich. Oder es waren Leute drin, die das halt vertreten sehen wollten und dann später verschwunden sind. Jetzt muss man vielleicht mal einen Blick auf die etwas aktuellere politische Parteienlandschaft, den Parteienstaat, wie man so sagt, den man übrigens auch als selbstverständlich hinnimmt, schon lange, dass man sagt, alle Staatsgewalt geht von den Parteien aus und die Regierung geht nur über die Parteien. Also wer gesellschaftlich, politisch irgendwas erreichen will, irgendein Interesse umsetzen, der braucht eine Partei, anders geht's nicht. Aber, war nur Nebenbemerkung, die etwas jüngere oder etwas aktuellere Interessensvertretung hat sich doch sehr stark geändert. Bei der CDU und CSU ist es im Grunde noch weitgehend so, wie es eigentlich immer war. Die vertreten die Interessen des Großkapitals. Heute hauptsächlich verkörpert in diesem digital-finanziellen Komplex, wie man das nennt. Also so Investitionskonzerne wie BlackRock und Vanguard und so. Die FDP behauptet offiziell immer noch, dass sie für die Interessen der kleineren Reichen und Vermögenden und Großverdiener steht. Aber im Grunde, wenn man genau hinschaut, vertritt die auch die Interessen des digital-finanziellen Komplexes. Die SPD tut es spätestens seit Gerhard. Das heißt also, dass alle klassischen Parteien des deutschen Parteienstaates jetzt ausschließlich die Interessen des digital-finanziellen Komplexes vertreten, womit natürlich automatisch nur noch ein winziger Teil der Bevölkerung und ihre Interessen irgendwie repräsentiert werden. Dann kann man sich die Grünen noch anschauen und muss feststellen, da ist es genauso. Da hängt überall irgendwie die große Industrie drin und letztlich dann die Beteiligten an dieser großen Industrie, also die Investoren, das heißt wiederum BlackRock. Also wir haben einen Parteienstaat, der in sich ein geschlossenes Kontinuum bildet, das keinen normalen Bürger oder heute muss man Menschen sagen, in diesem Land mehr repräsentiert, sondern lediglich die Interessen eines anonymen Komplexes, den man eben digital-finanzieller Komplex nennt. Jetzt kommt hier die AfD ins Spiel und da kann man vielleicht zum Teil schon erklären, warum die traditionellen Parteien und ihre Vertreter da so allergisch reagieren, weil hier offensichtlich jemand versucht, in diesen geschlossenen Komplex, in dieses geschlossene Einheitssystem, Querfrontsystem könnte man auch sagen, hineinzubrechen und es aufzubrechen irgendwie. Gab ja schon mal den Versuch mit der Linkspartei, als die noch PDS hieß, da hat man die auch vehement und mit allen Mitteln bekämpft, bis sie dann eben angefangen hat, sich da anzupassen und inzwischen sind die ja auch sogar für die NATO und wollen sich da anfreunden. Also die sind keine Gefahr mehr. Bei der AfD sieht man das offenbar anders. Das kann man aber vielleicht auch ein bisschen anders erklären, wenn man mal die Geschichte der AfD heranzieht und sich fragt, wofür ist denn die eigentlich gegründet worden und wen sollte die repräsentieren? Ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnert. Ich kann mich noch relativ gut erinnern. Da waren ja so Figuren dabei am Anfang wie Hans-Olaf Henkel,
der ehemalige obere Führer der deutschen Industrie. Und worum es denen eigentlich ging, war im Grunde das gleiche wie FDP und CDU/CSU, nämlich die Vertretung des großen und des etwas kleineren mittleren Kapitals. Nur ging es denen damals alles zu langsam und zu milde. Also der Henkel zum Beispiel und auch andere Vertreter der Partei, die sind dann immer in Talkshows drin gesessen und haben gesagt, die Reformen müssen schneller gehen, die Einschnitte müssen tiefer sein, wir brauchen noch niedrigere Löhne, wir brauchen noch weniger Mitbestimmung, die Gewerkschaften müssen ausgeschaltet werden. Also die haben im Grunde dieselbe Linie vertreten wie CDU, CSU und FDP, nur eben radikaler. Also haben sie im Grunde die rechte Seite des politischen Spektrums verstärkt durch eine weitere Partei, damit aber natürlich die Gefahr bewirkt, dass sie den anderen Parteien auf dieser Seite, auf der rechten Seite, Stimmen wegnehmen und damit natürlich auch Geld wegnehmen, Macht wegnehmen, Einfluss wegnehmen. Also von dieser Seite her, dass CDU, CSU und FDP sich da abgrenzen und gegen die AfD anfangs agitiert oder wie man halt sagt, gekämpft haben, ist relativ verständlich, so einfache Konkurrenz. Für die SPD wiederum ist die AfD im ökonomischen Sinne erst eine Konkurrenz geworden, als die SPD vollumfänglich dazu übergegangen ist, halt nur noch die Interessen des digital-finanziellen Komplexes zu vertreten. Und damit ist sie auch in Konkurrenz mit der AfD geraten. Am Anfang könnte man ihr vielleicht noch zubilligen, dass sie gesagt hat, noch eine rechte Partei, die für die Großbesitzer und das Großkapital steht, das können wir als Vertreter der Ausgebeuteten nicht zulassen. Aber da kann sich jeder selber fragen, wie glaubwürdig sowas wäre, weil die SPD letztlich die tatsächlichen Interessen der Ausgebeuteten ja da eigentlich schon längst nicht mehr vertreten hat. Was aber jetzt für die anderen Parteien wirklich gefährlich ist an der AfD, ist, dass die sich ja offensichtlich oder augenscheinlich, muss man eher sagen, oder scheinbar, würde ich sagen, gewandelt hat, weil sie heute eben Interessen vertritt oder zu vertreten vorgibt, die tatsächlich Interessen der Bevölkerung sind und eben nicht allein oder überhaupt nicht des digital-finanziellen Komplexes. Also gerade sowas wie, dass Grundrechte wieder eingeführt werden, dass der Krieg beendet wird, dass die Austeritäts-, also die Verelendungspolitik zugunsten von Kohlensäure und irgendwelchen Großkonzernen, dass die aufgegeben wird. Das sind ja eigentlich klassische Interessen, die die SPD eigentlich vertreten sollte, die teilweise auch FDP, CDU, CSU vertreten sollten, weil sie dafür ja irgendwann einmal angetreten sind und weil sie dafür zum Teil ja auch immer noch gewählt werden. Man mag dann darüber streiten, also ich gehe davon aus, dass das alles vorgeschoben ist. Die AfD findet diese Themen und diese Interessen vor und sagt dann, oh schaut mal, keiner kümmert sich um die Interessen der sogenannten kleinen Leute, also der Ausgebeuteten und der kleinen und mittleren Ausbeuter. Niemand kümmert sich darum. Man kann die auch einfach als Menschen dann nehmen und sagen, diese Menschen wollen glücklich und zufrieden leben und dass sie das können, darum kümmert sich kein Mensch. Jetzt nehmen wir doch diese Interessen mal und tun so, als würden wir die vertreten. Das ist von meiner Seite her jetzt von einem Vorurteil belastet, selbstverständlich. Das weiß ich auch, das stehe ich auch. Man müsste ganz unparteiisch eigentlich hergehen und sagen, möglicherweise meint die AfD ernst und will tatsächlich diese Interessen vertreten. Ich glaube das nicht, aber ich bin mit dem Glauben eh nicht so besonders gut. Bestimmte Dinge in der Geschichte der Partei und bestimmte Aussagen von Vertretern dieser Partei, wenn die dann zum Beispiel sagen, ja, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass die Leute mehr verdienen, auch die Arbeitslosen. Allerdings muss es eine Kluft geben zwischen denen, die schuften und denen, die die Arbeit verweigern. Da merkt man dann halt, da ist doch einiges vorgeschoben. Das kenne ich als schon, diese Argumente von der CDU, von der CSU. Wir kennen auch dieses Argument, wer nicht arbeitet, soll nicht essen, von Franz Müntefering von der SPD. Der, glaube ich, war das. Aber das ist eine müßige Diskussion. Jedenfalls greift die AfD diese Interessen auf und gibt vor, die zu vertreten oder vertritt sie wirklich. Und das ist eine große Gefahr für die anderen Parteien, weil es einerseits ihre Macht gefährdet, das, was sie an Geld verdienen durch ihre Macht, es gefährdet aber auch die Interessen ihrer Auftraggeber, also derer, die sie repräsentieren, des digital-finanziellen Komplexes. Und für die Grünen gilt das mutatis mutandis exakt genauso, weil die vertreten ja dasselbe und die haben vielleicht von allen Parteien schon eben wegen der weltanschaulichen Ausrichtung am allerwenigsten Interesse an irgendwelchen Ansprüchen oder Wünschen der sogenannten kleinen Leute. Das interessiert die schlicht überhaupt nicht. Die sind durch und durch nur dieser Ideologie verpflichtet,
dass halt durch gezielte Förderung des digital-finanziellen Komplexes die Welt gerettet wird. Das macht die AfD für die alle so gefährlich. Und deshalb versucht man jetzt, die Demokratie praktisch auf den Kopf zu stellen und zu sagen, es geht bei der Demokratie eben nicht darum, dass Parteien Repräsentanten sind, die die Interessen ihrer Bevölkerungsgruppe oder ihres Anteils der Bevölkerung vertreten innerhalb der Regierung, sondern es geht bei der Demokratie darum, dass die Bevölkerung verpflichtet ist, Parteien zu unterstützen, die dann irgendwie da in diesem, wie ich gesagt habe, Champions League Fußballturnier schauen, dass sie den Sieg erringen, der aber für niemanden aus der normalen Bevölkerung irgendeine Bedeutung hat. Weil welche der Parteien, die für BlackRock eintreten, letztlich dann das Turnier gewinnt, kann uns vollkommen egal sein. Und ist letztlich wahrscheinlich auch BlackRock vollkommen egal. Es interessiert nur die Parteien selbst, weil die damit Macht und Geld erhalten. Und das ist der Grund, warum diese ganze Geschichte, wenn man sagt, wer gegen den Kohlensäurequatsch ist, der unterstützt die AfD. Das ist einfach antidemokratisches Denken vom Ansatz her schon. Es ist eben nicht so, dass die Bürger oder die Menschen die Parteien unterstützen sollen, sondern genau umgekehrt, eigentlich vom Grundgedanken her. Und wenn wir uns daran gelegentlich mal erinnern, dann tut es vielleicht ganz gut, weil sonst am Ende könnte es uns vielleicht wieder so gehen, dass wir diesmal dann nicht unbedingt einer Partei verpflichtet sind, alle zu folgen und zu dienen, sondern einem Block aus Parteien. Aber das macht es ja nicht unbedingt besser, so eine, hätte ich fast Diktatur gesagt, nein, so einen Totalitarismus. Der wird dadurch nicht besser, dass es diesmal mehrere Parteien sind. Da könnte man auch wieder einwenden, in der DDR waren es auch mehrere Parteien. Das kann man alles miteinander vergleichen, aber man kann es nie gleichsetzen. Es ist immer ein bisschen anders. Aber jetzt verratsche ich mich schon wieder. Es ging mir eigentlich nur darum zu sagen, nicht der Bürger ist dafür da, die Parteien zu unterstützen, sondern umgekehrt. Das langt für heute.